Ja, hallo liebe SN-Sport-Zuschauer. Heute wieder die Wochenendvorschau für das kommende Wochenende. Wir fangen natürlich mit der Verbandsliga an. In der Verbandsliga sind eigentlich die Mannschaften jetzt oder pendeln sich langsam oben ein. Der Greifswalder FC mit noch ungeschlagen mit 12 Punkten. Auch der FCM jetzt schon auf Platz 3 mit einem Spiel weniger, auch noch ungeschlagen. Bisschen überraschend aus meiner Sicht natürlich Pommern-Stralsund, dass die jetzt im Moment ja scheinen wohl auch einen kleinen Lauf zu haben. Nach der Auftaktniederlage platzieren sich zurzeit auf Platz 2. Allerdings haben sie sich den auch jetzt erstmal redlich verdient, weil in Pampo gewinnt man auch nicht immer. Ja, und dann muss man natürlich sagen, der Rostocker FC hängt natürlich noch unten drinne, genauso wie FC Förderkader. Ja, und die Mannschaften, die von Anfang an in unserer Glaskugel auch tendenziell nach unten platziert worden sind, hängen natürlich damit rum. Aber wir hatten es schon angesprochen, die Zwei-Klassengesellschaft, und das wird sich auch nach diesem Spieltag sicherlich noch fortführen. Das wird auf jeden Fall weiter so gehen, dass eben, gut und schlecht, sage ich mal, ja, kann man auch nicht sagen, aber... Wir fangen einfach mal an mit der mit den Partien von der Verbandsliga, und da geht es gleich am Freitagabend los. Greifswalder FC gegen Anklam, gegen die Bockwurststädter. Ja, von der Papierform her natürlich ganz klare Sache. Die Greifswalder mit dem Lauf, beziehungsweise setzen sich auch ziemlich deutlich durch. Man sieht es auch am Torverhältnis. Also gegen Anklam, die zu Hause im letzten Spiel gegen Bolzenburg eine 3-1 Niederlage einstecken mussten. Sind natürlich ein bisschen von der Rolle, sage ich jetzt mal. Und das wird natürlich jetzt in den zukünftigen Spielen ganz schwer, wirklich nochmal die Kurve zu bekommen. Und jetzt noch das Spiel in Greifswald, Freitagabendspiel unter Flutlicht. Also das alles andere als ein klarer Sieg wäre eine Riesenüberraschung. Also sage ich ganz einfach, Greifswald gegen Anklam ist ein 4-0. Und damit, glaube ich, werden die Bockwurststädter noch gut bedient. Und am Samstag beginnen wir dann mit den Partien, und da kommen wir gleich zum MSV Pampo. MSV Pampo muss zu den Fliesenstädten zu Aufbau Bolzenburg. Ja, Aufbau Bolzenburg, sage ich mal, haben sich sicherlich ein bisschen mehr vorgenommen. Sind im Augenblick mit 4 Punkten auf Platz 9. Den einen oder anderen Punkt wollten sie wohl mehr haben. Glücklicherweise haben sie jetzt einen Anklam gewonnen. Gerade zu Hause natürlich wollen sie ihre Punkte machen. Jetzt gegen die Piraten. Die Piraten gegen Pommern-Stralsund. Ja, ich will es mal nicht als Klatsche nennen, aber das war natürlich schon eine Überraschung. Trainer Stamer hat es auch in seiner Pressekonferenz auch angedeutet. Sie scheinen wohl doch noch nicht zu weit zu sein. Und ich sag mal ganz einfach, wer ganz oben, ich sag mal die Podestplätze, oder wer da drauf stehen möchte, der darf sich natürlich gegen solche Mannschaften, die man nicht ganz so stark einschätzt, natürlich ja, so eine Ausrutscher sich nicht erlauben. Andererseits sage ich, vielleicht kommt das zum richtigen Zeitpunkt für die Piraten. Diese Verfolger oder auf der Verfolgerposition zu sein, vielleicht von hinten heraus, sage ich mal, als Jäger dazustehen, vielleicht liegt ihnen das auch eher. Zumal ich dann auch sage, ein Sportfreund Aumann, den ich noch ganz, der hat wohl ein bisschen Formschwankungen, sage ich mal, in letzter Zeit, aber eben auch ein Julian Höhn, der jetzt in der zweiten sich auch schon Spielpraxis geholt hat und ganz gut ausgesehen hat, wird sicherlich den Piraten gut tun, sage ich mal, ganz einfach, eben um auch solche Spiele dann auch in Zukunft positiv zu bestreiten. Also auf jeden Fall ist es ein Dämpfer für die Piraten gewesen, nicht eingerechnet, aber ist noch nicht Hopfen und Malz verloren, gar keine Frage. Mit 7 Punkten stehen sie noch ganz gut da, dürfen sich allerdings auch keinen Ausrutscher mehr weiterleisten, und somit sage ich ganz einfach, in Bolzenburg, ja, tippe ich mal auf ein 1-2, also Pampo wird dort gewinnen bei den Fliesenstädtern. Ja, und dann kommen wir zum Spiel Torgelow gegen Rostocker FC vor der Saison, ganz klar, wäre das das Topspiel. Vielleicht ist es jetzt auch noch, Trainer Kistenmacher hat ja angedeutet, sie wollen auf jeden Fall weiterhin um die Medaillenringe zumindest spielen. Heißt also, sie müssen in Torgelow natürlich zumindest punkten. Jetzt haben sie 3 Punkte. Torgelow hatte letzte Woche spielfrei, ist mit 5 Punkten natürlich auch in Zugzwang, wenn sie oben dran bleiben wollen. Aber die Spartakus-Kämpfer sollten sich eigentlich auch gegen den Rostocker FC, sage ich mal, am Ende durchsetzen und sollten mit 2-1 die Oberhand behalten. Ja, Friedland spielt gegen Ueckermünde, ein kleines Derby dort in Vorpommern. Friedland hat ganz gut ausgesehen, zumindest haben sie sich gut gewehrt gegen den FCM bei der 2-0 Niederlage, bei der Heimniederlage. Jetzt wieder ein Heimspiel gegen Ueckermünde, und
Ja, Ueckermünde jetzt auf Platz 9 mit 5 Punkten. Die Friedländer müssen auch nochmal mit 3 Punkten. Also wenn sie die an die Leistung anknüpfen können. Vom Vorwochenende traue ich einen ganz einfachen einen 2-1-Sieg zu. Also für Friedland 2-1. Ja, und dann kommen wir zum Tabellenletzten. Momentan Tabellenletzten, das ist der FC Förderkader, der nun ganz schwer aus dem Hupen kommt, mit 0 Punkten dasteht. Spielt jetzt gegen die starken Grimne, die doch für mich ein bisschen überraschend doch wieder gut im Rennen sind, mit 9 Punkten gut gestartet. Und der FC Förderkader mit seinen jungen Leuten, beziehungsweise wenn die Polizisten nicht dabei sind, wird sicherlich schwer. Aber auch in dieser Partie wird eine ganz enge Kiste. Ich traue aber den FC Förderkader hier einen Punkt zu und am Ende werden sie sich trennen, 1-1. Ja, und dann auch der Güstrow SC in einem Heimspiel gegen Neustrelitz 2. Güstrow mit dem Ausrutscher am letzten Wochenende, also aus meiner Sicht. Aber dank Michailovic sollten sie das Spiel gegen Neustrelitz und auch mit ihrer Heimstärke positiv bestreiten können. Mit 7 Punkten sind sie jetzt als Aufsteiger riesig gestartet. Dann schaffen sie 10 Punkte. Also ich sage ganz einfach, ein 3-1-Sieg. Michailovic macht das wieder. Ist übrigens sensationell. Der ist schon gleich an der Torjägerkrone ganz weit oben. Zusammen mit, irgendeiner war da noch. Aber egal, jetzt erstmal. Jedenfalls werden auch die Güstrower dieses Spiel gut bestreiten können. Ja, und kommen wir zum FCM. 3 Spiele, 3 Siege, souverän, auch wenn in Friedland einige sagen, ein bisschen nörgeln, aber gerade solche Spiele muss man ganz einfach gewinnen und das machen sie auch sehr souverän in diesem Bereich und für den SV Pasto wird es ganz schwer dort am Sonntag bestehen zu können. Also ich sag mal, die Pastoer, ja, sehr durchwachsen, mit Punkten sind sie auch nicht gut gesät, also sprich mit einem Punkt. Alles andere als ein klarer Sieg für den FCM kommt gar nicht in Frage. Also die Punkte bleiben in der Landeshauptstadt und ich tippe mal auf ein, ja, wir sind human und ich sag mal ganz einfach ein 4-0 für den FCM. Das wäre mal so, denn zur Verbandsliga kommen wir dann zur Landesliga. Ich nehme mal einen Schluck, erlaubt mir das. Ja, in der Landesliga sind ja nun auch vorne Polz, die jetzt im Pokalspiel unter der Woche jetzt verloren haben, eine klare Niederlage eingesteckt haben, sind jetzt hier in der Landesliga West mit 12 Punkten ungeschlagen, Kamsleds als Verfolger mit 9 Punkten und dann auch die Wariner mit 8 Punkten, die hat man auch so eingeschätzt, haben eigentlich ihre Pflichtaufgaben, auch wenn sich Varin jetzt schwer getan hat gegen Lulu. Aber so, die haben sich da vorne eingependelt und hinten Zahnteam, Neukloster konnte man mitrechnen, Neumühle hätte ich ein bisschen stärker eingeschätzt. Aber gut, es sind erst 4 Spieltage, jetzt ist der 5. Spieltag. Ich sag ganz einfach mal, nach dem 5. Spieltag können wir mal ein kleines Resümee sicherlich vollziehen. Kommen wir mal ganz einfach denn zu den Partien. Lulu Grabo gegen Elena. Das ist natürlich das schöne Derby dort, Nachbarschaftsduell. Da geht es natürlich heiß zur Sache. Ich sage aber, die Klemko-Schützlinge, und das hat man wohl eindeutig auch gesehen im Varin, die kommen jetzt langsam auf die... Ja, Erfolgsspur will ich noch nicht sagen, aber zumindest das Ergebnis in Barin 1-1 geht in Ordnung. In der Schlussminute erst das Gegentor bekommen. Also die Handschrift ist wirklich eindeutig zu erkennen von Gianno Klemko, den Trainer, den Neutrainer. Und ich sag mal, ich traue ihnen ganz einfach in diesem Heimspiel, wenn sie weiter konzentriert arbeiten und an den Trainer oder an die Philosophie vom Trainer glauben. Und es ist eine junge Truppe. Und sie wirklich die Zweikampfstärke jetzt der Eldener annehmen in diesem Kreisderby. Eine kleine Portion Glück, sollten sie den Schalter umlegen und ich habe sie noch ganz stark auf der Rechnung bezüglich auf die Podestplätze. Also ich sag mal, in diesem Derby, in diesem interessanten vor vielen Zuschauern, ich tippe ganz einfach auf ein 2-1 für Lulu Grabo. Kommen wir dann auch zum nächsten interessanten Duell, das ist Gardebusch gegen Dasso. Auch da wird es richtig krachen. Gardebusch ja nun auch unglücklich in Eldena letzte Woche, glaube ich, erst verloren. Man kennt die Heimstärke von den Gardebuschern, aber man muss natürlich auch sagen, Dasso als jetzt Tabellensechster haben natürlich noch ein Spiel weniger im Aufsteigerspiel gegen Goldberg. Sind natürlich jetzt mit 6 Punkten sehr gut gestartet und auch der 3-2-Sieg, der knappe hier gegen Neukloster, also die sind wirklich gut in der Spur. Und der Komos, der schießt natürlich jetzt auch im Moment wieder seine Tore. 4 hat er schon, im Durchschnitt ein Tor pro Spiel. Also der zeigt natürlich auch seine Klasse. Das wird wirklich eine heiße Partie in Gardebusch.
Und ich sag mal, ich tippe mal auf ein 1-2. Also Dasso sollte diese Partie, wenn der Hese sie gut einstellt, ja, und Dasso wird dann auch weiterhin mit gut mitspielen. Und dann kommen wir natürlich auch zu einer schönen Partie. Goldberg, der Aufsteiger gegen Kanzlezin. Also die Goldberger ja natürlich schwer aus der Puschen gekommen in den ersten beiden Spielen, aber man hat jetzt wirklich gesehen, auch wenn es jetzt gegen die Tabellenletzten war, in Zahn ziehen, also 8 Dinger zu schießen auswärts auf dieser Betonpiste, das muss man erstmal hinkriegen. Und dann haben sie natürlich auch einen, den ich schon angesprochen habe, den Melzer, der jetzt mit 6 Toren, der hat das ja alleine gerichtet. Also das ist eine schöne Aufgabe für die Schützlinge von Strö, die Trainer von Kanzlezin. Also die Routinis sind gefragt, gegen diesen schnellen Melzer natürlich gut zu stehen, Svense. Also gib Gas, arbeitet nicht vormittags noch, sonst wird das ganz schwer. Aber in Goldberg auch zu bestehen, ist ja eine Riesenaufgabe. Und Kanzlezin hat aber, oder zurückgefunden in die Spur. Ich tippe mal am Ende, dadurch, dass sie so erfahren sind, das wird ein 1-2 aus meiner Sicht für Kanzlezin. Und die Ostufer Kicker werden das wohl ja, routiniert runterspielen in dem Bereich. Aber wird eine schwere Kiste, wie gesagt. Ja, dann kommen wir natürlich Polz gegen Hagenow. Polz, beziehungsweise in diesem Kreisderby, schweres Spiel gestern gehabt, gegen ja, 14 Buden bekommen. Aber ich glaube, Thilo Wilkens, der Spielertrainer, ist endlich zufrieden, dass diese Hüppe hier weg ist. Hier mit Hansa Rostock haben sich tapfer gewehrt, wollten sicherlich ein einstelliges Ergebnis haben. Oder zumindest eine Niederlage als einstellig ist nicht ganz gelungen. 14 Dinge, aber die sind voll im Saft der Hansa und das ist ganz klar, die kommen da geknüppelt von der Arbeit und alles andere als ein klarer Sieg für Hansa wäre auch ein Unding gewesen. Gut, jetzt kommt jetzt die kleine Wundertüte Hagenow, 6 Punkte, Platz 7 im Augenblick. Polz hat seinen Lauf umgeschlagen, jetzt an der Heimstätte, wenn sie es gut verkraften, sage ich mal. Ich nehme mal ein paar Hagenow, haben noch mal zugeguckt, aber so viel konnte man sicherlich nicht sehen. Ich behaupte mal ganz einfach, die Polze werden ihre Heimstärke ausnutzen und ja, Wilkens, Meder, die werden es richten und ja, das gibt ein 3-0 für die Polzer. Ja. Ja, dann kommen wir mal zu den angeschlagenen, aus meiner Sicht angeschlagenen Neumühlen. Die haben jetzt ein Heimspiel gegen Lübs. Neumühle hier 2 Punkte geholt. Lübs eigentlich für ihre Verhältnisse ganz gut gestartet mit 6 Punkten. Aber die Neumühle, ganz einfach, die müssen jetzt hier in diesem Heimspiel ja, ganz einfach auf den Dreier gehen. Aber man merkt es eindeutig natürlich, der Grüntal hinten, der fehlt an allen Ecken und Kanten. Demnächst fehlt natürlich dann auch noch der, obwohl nach München geht, der von hinten heraus auch das Spiel gut aufbauen kann. Der Drewes, der wird fehlen. Der ist, glaube ich, jetzt nochmal dabei oder jedenfalls ab Oktober hört er auf. Also sie müssen jetzt wirklich langsam anfangen zu punkten. Sie haben ganz gut ausgesehen im letzten Spiel. Aber ganz einfach, ist eine Pflichtaufgabe für die Kölsche Schützlinge, dort jetzt wirklich den Schalter umzulegen und sich da wirklich zu verabschieden aus den Tabellen, also aus den unteren Tabellenregionen. Und also Martin macht deinen Jungs dort richtig Lack und auf der Rentsch ist am Sonnabend nichts zu holen. Also ich tippe ganz einfach, es wird ein 3-2-Sieg, auch wenn es knapp ist, aber das Ding werden sie ziehen. Ja, und da kommen wir schon zu Sonntag, Neukloster wehrt sich, sage ich mal. Auf jeden Fall haben sie mit einem Punkt erstmal schon einen Punkt und dann gegen Zahntin, die ja nun mit 8 Gegentreffern jetzt im letzten Spiel zu Hause auf ihrer Betonwüste dort. Ja, also Zahntin, glaube ich, geht schweren Zeiten entgegen. Die Abgänge, die sie hatten, können sie wahrscheinlich doch nicht so kompensieren. Und jetzt natürlich kommt Neukloster. Also wer diese Partie verliert, geht in den nächsten Wochen ganz schweren Zeiten entgegen. Und Neukloster, Zarentin, ich sag mal, 8 Dinge zu bekommen, das nagt. Also Neukloster sollte wirklich auf ihren großen, schönen Platz die 3 Punkte holen. Mein Tipp ist es dort, 3-1 für Neukloster. Ja, und das Topspiel, ich werde jetzt erwartet, auch am Sonntag, 14 Uhr auf der Paulshöhe gegen Varin. Vor der Saison hätte ich da nicht gesagt Topspiel, aber das, was hier der Manner Radke dort abzieht mit seinen Jungs, aller Ehren wert. Die Minimalisten wiederum nur 2 Gegentreffer, das hätte ihnen keiner zugetraut nach diesen Abgängen. Also mit dieser teils jetzt doch umgebauten Truppe. Aber jetzt kommt natürlich mit Varin eine Offensivmaschine. Ich bin gespannt, wie Manner das machen wird. Manner, der Ferguson von Manchester oder eben der Defensivkünstler als Trainer wie Mourinho, so will ich das mal bezeichnen.
Aber er hat natürlich jetzt eine Sache, er wird in nächster Zeit natürlich auch mit Marco Grün, seinem Defensivspezialisten, den alten Hasen, der jetzt mit 40 Jahren in Belgien dort jetzt nochmal auf Tournee geht, sprich er seine berufliche Laufbahn noch verfolgen muss und nicht mehr so oft zur Verfügung steht, den Dynamos. Das ist natürlich wiederum ein herber Verlust, ob er das oder wie er das auffangen will. Ja gut, das ist, ja, da wird er sich richtig was einfallen lassen müssen. Das ist auf jeden Fall aber ja, eine Schwächung für die Truppe. Und ja, gerade dann, wie gesagt, auch gegen die Wariner. Allerdings, ja, schön anzusehen, wenn man sich den Steve Mühlwald, ein ganz junger Bursch aus der A-Jugend, habe ich selber, ich durfte ihn mal selber trainieren, ich wusste, was in ihm steckt. Also dieser Junge wird noch vielen Freude machen. Der macht aus wenig viel technisch beschlagen, also ein riesen Typ, also als Fußballer. Und wir wollen mal schauen, wie so seine weitere Karriere geht. Ich will da nicht so hoch loben. Er muss sich natürlich erstmal durchbeißen. Aber es ist schon schön anzusehen, so einen Jungen beim Fußball. Und er schießt auch schöne Tore, beziehungsweise ist immer anspielbereit. Also das tut auch den Spiel der Dynamos gut. Allerdings jetzt gegen Varin. Varin natürlich auch nicht optimal gestartet, ein bisschen schwerfällig in dem Bereich, aber jetzt kommt der Marcel Manns, glaube ich, nach der Verletzung wieder und ich glaube, die Mannschaft findet sich jetzt, beziehungsweise wird sich jetzt auch wieder gestärkt zeigen, die Rückkehrer sind da und für die, ja, und auf der Portshöhe, klar, wird ein enges Spiel, aber sollten die Wariner so, sag ich mal, in den ersten 20, 25 Minuten das ein oder vielleicht sogar das andere Tor schießen, wird es schwer für die Dynamos, so dass ich den Varinern auf jeden Fall einen Dreier zutraue. Und ich sage mal ganz einfach, wie gesagt, wenn schießen sie das, gehen sie 1-0 in Führung, werden sie das Spiel gewinnen, geht Dynamo, halten sie das lange offen, kann es unentschieden werden, aber ich tippe ganz einfach auf ein 1-3 für Varin. Also. Ja, das war es mal, beziehungsweise das ist, wir kommen dann jetzt zur Landesklasse 5 und trinken jetzt richtig Kaffee. Ein Raum? Ja. Ja, dann kommen wir zur Landesklasse 5. In dem Bereich, überraschenderweise im Augenblick, ja, was heißt überraschenderweise, aber Kriwitz nach der großen Pleite in Pampo, ich glaube vor 2 Spieltagen war das, hätte ich dann nicht mitgerechnet, aber die haben sich gut gefangen. Also Philipp Ohle macht da wohl richtig guten Job dort, hat man ein bisschen erwartet. Die beiden Torjäger, also die schießen ja auch eine Menge Tore dort im Bereich Mierendorf und Kohlbeck. Also wie gesagt, aber der Ohle macht das da schon richtig gut, wie scheint. Sind ja, mit 9 Punkten jedenfalls Tabellenführer vor Plate, die ja, seit 2 Wochen oder 3 Wochen jetzt schon kein Fußball spielen mehr können, weil es gibt wirklich sogar eine Landesklasse Mannschaften, die noch nicht mal antreten in dem Bereich. Also ich finde, das ist auch eine Farce. Sowas kann eigentlich nicht sein in dem Bereich. Kreisklasse kann ich vielleicht noch verstehen, aber in der Landesklasse sollte es wirklich möglich sein, sage ich ganz einfach, 11 Mann zur Verfügung zu stellen, dass man dort auch den Punktspielbetrieb absichern kann. Ansonsten, überraschenderweise, ist natürlich auch Parchim, beziehungsweise auch der Parchim FC, ja, die sind wohl völlig von der Rolle, da ist ein Absturz wohl vorprogrammiert. Und natürlich auch Strahlendorf mit null Punkten, ja, ganz schlecht gestartet. Wir kommen mal zu Partien, wie gesagt, den ersten Resümee machen wir nach dem 5. Spieltag. Mal sehen, ob wir da auf Ursachenforschung gehen. Jedenfalls dieser Spieltag, da fangen wir an gleich mit Plate, die dann nach diesen 2 Wochen Pausen oder sogar 3 Wochen Pausen in Sickelkow antreten müssen. Und Sickelkow auch schon mit 7 Punkten gestartet. Plate jetzt ein bisschen, naja, von der Rolle will ich jetzt nicht sagen, das ist Quatsch, aber wie gesagt, aus dem Rhythmus gekommen. Müssen jetzt nach Sickelkow, eine starke Truppe, wird eine ganz schwere Kiste für die Wuckelschützlinge. Da müssen sie natürlich nochmal, also da müssen sie auch aufpassen, jetzt im Rhythmus zu kommen. Jetzt der Platz wird auch tief sein in dem Bereich. Ich gehe aber davon aus, dass der Wuckel gut trainiert hat, beziehungsweise dass die Jungs da voll im Saft stehen. Konnte ich auch sehen hier nach der Verletzung von Florian, live sehen nach Florian Svensson, der ausgeholfen hat bei Plate 2 im Spiel gegen Suko, der einen guten Eindruck also von der Fitness auch gemacht hat. Also in Sickelkow, also wenn da die Plate, die Störkicke bestehen, muss ich sagen, das sind ganz heiße Anwärter. Aber ich tippe mal auf ein 2-2 in Sickelkow. Ja, da kommen wir zu Neukalles. Die spielen dann in ja, beim Parchim FC. Ja, Kalles. Vor der Saison, ja, habe ich sie eigentlich gar nicht so weit eingeschätzt in dem Bereich, aber im Augenblick mit 4 Punkten, die sie jetzt geholt haben. Parchim FC,
ich sag mal, dadurch, dass Kallis jetzt ganz einfach ein Heimspiel hat, tippe ich auf ein 2-1 für Kallis. Also, ja, Kriwitz spielt zu Hause gegen Plau. Die offensiv stärkste Mannschaft jetzt also mit Kriwitz im Augenblick. Alles andere als ein Heimsieg gegen Plau wäre für mich eine Überraschung. Also, Fred, der ja auch mal seine Tipps abgibt und auch getippt hat, dass sie hier gewinnen. Ich sag ganz einfach, Kriwitz wird das machen. Also, wir können die Tabellenführung behaupten und gewinnen dort 2-0 gegen Blau. Und jetzt kommen wir natürlich zu unseren Spärlich-Schützlinge aus Strahlendorf. Die müssen gegen Motor Wolfsburg ran und Motor Wolfsburg natürlich auch gut gestartet mit 9 Punkten. Wird ein schwieriges Spiel. Konterstarke Mannschaft, die Wolfsburger. Ich weiß jetzt nicht, wie ihr das drehen will. Natürlich Auftakt. Sie haben doch schon einige Partien gehabt, die gegen starke Mannschaften. Aber irgendwann ist natürlich, sind sie jetzt dran, in ihrem neuen schönen Schmuckkästchen dort Punkte zu holen. Ob das nun gegen Motor Wolfsburg, ich sag ganz einfach, sie holen einen Punkt, 2-2, und dann werden sie ihre neue Serie starten, sodass sie dort aus dem Tabellenkeller herauskommen. Ja, Sonntag geht es dann weiter mit Dirk Hoffmann, seine Truppe. Pampo 2, die Piratenreserve, müssen bei Groß Larsch antreten. Groß Larsch, das ist die Truppe, die gegen Plate nicht antreten konnte. Wir wissen aber auch, in Groß Larsch ein ganz heißes Pflaster. Hoffentlich glücklich gewonnen gegen, also im letzten Spiel 2-1 glücklich gewonnen. Aber in Groß Larsch zu bestehen, man ist natürlich jetzt ist gefragt, wie, was kriegt er denn vielleicht noch von oben? Können noch ein paar Spieler mitspielen in dem Bereich? Ich glaube, wenn die Pampo-Reserve, wenn seine Schützlinge ein 2-2 holen, geht das wohl in Ordnung. Also 2-2 mein Tipp in Groß Larsch. Auch verdient hätten es die Groß Larscher leider nach dieser Aktion aus unserer Sicht nicht. Aber so ist Fußball. Kommst du zur nächsten Partien. Auch Aufbau Parchim gegen Lübten. Ja, Drittletzter gegen Vorletzter. Wie gesagt, der Stand Schajew bzw. Stöck spielt da wohl auch nicht mehr. Das ist wohl, ich weiß gar nicht, ob noch der Kollasch hier, der Ungar da spielt. Also das ist wohl auch ein herber Verlust. Die müssen natürlich jetzt aufpassen, dass sie dort nicht einbrechen. 0 Punkte, Lübten hat eingeholt. Schwierige Partie, aber wenn Aufbau Parchim jetzt gegen Lübten nicht zurück, gegen wen sonst? Ich tippe mal ein knappes 2-1 für Aufbau Parchim. Ja, die letzte Partie dann am Sonntag, und das ist vielleicht auch einer der interessantesten an diesem Spieltag, der Aufsteiger Straukirchen gegen Neustadt Kleve, die Lederwerker. Also die sind ja nun richtig gut aus dem Pushing gekommen. Neustadt Kleve hätte ich gar nicht so erwartet, 9 Punkte in Straukirchen, aber die haben natürlich nach dem schwierigen Auftakt, wo sie verloren haben bzw. Lehrgeld zahlen mussten, hat sich Straukirchen gefangen, mittlerweile auch schon 7 Punkte gesammelt. Aber Neustadt Kleve, die Lederwerker, spielen eine gute Rolle. Ich behaupte mal ganz einfach, durch diesen David Kneuer, glaube ich, heißt er, der hat auch schon 5 Tore geschossen. Ich glaube, das ist wohl die Waffe. Wird ein knappes Ding, 1-2 für Neustadt Kleve, und die werden noch weiterhin eine gute Rolle spielen, sage ich mal, in der Liga. Und ich glaube, im Pokalwettbewerb sind sie auch noch drin. Also wie gesagt, 1-2 für Neustadt Kleve. So, dass wir jetzt dann auch zur Landesklasse 6 kommen. Da geht es auch rund zur Sache, sage ich mal. Da fallen ja auch fast 5 Tore pro Spiel in dieser Liga. Der FCM spielt jetzt in Lübersdorf. Im Augenblick sind sie Tabellendritter mit 10 Punkten. Gegen Darbe, glaube ich, war das. Da haben sie die 2 verschenkt, die beiden Punkte. Aber wenn man auch sieht, wer da alles mitspielt, ob es der Rieling ist aus der ersten da oder ich weiß jetzt gar nicht wer. Also da sind schon gute Leute bei, die aus der ersten jetzt die Mannschaft unterstützen können. Aber auch so, der Kader ist groß in der zweiten. Volkwein und Wenger, die machen das richtig gut. Die müssen natürlich auch aufpassen, dass da ein bisschen, also nicht nur der Rhythmus, sondern auch die Balance zu finden, dass bei diesem großen Kader, dass die jungen Spieler oder die Anschlusskader natürlich bei Laune gehalten werden. Aber ich glaube, mit jedem Erfolg, den sie jetzt auch geholt haben, wird es immer leichter. Und in Lüdersdorf, ja, für die Lüdersdorfer wird nichts zu holen sein. Gegen die FCM-Schützlinge von Volkwein und Wenger. Und der Volkwein, der kennt die alle da aus Lüdersdorf. Also wird eine, keine knappe Geschichte. Ich sage ganz einfach ein 1-3. Und davon schießt wahrscheinlich der Rikitke schon alleine 2 Tore. Also der FCM wird sich dort auch durchsetzen und bleibt dann natürlich ganz
scharf dran an den Aufstiegsplätzen. So muss man das schon mittlerweile sagen. Also Sieg für den FCM 2. Ja, so dass wir dann zu Lübsdorf kommen gegen Gadebusch 2. Also Lübsdorf natürlich, wir hatten sie in der Glaskugel, glaube ich, ich persönlich sogar ganz weit vorne. Aber die hängen natürlich jetzt mit 0 Punkten ganz weit hinten, müssen natürlich jetzt aufpassen, langsam die Kurve zu bekommen. Ansonsten kann das natürlich ganz schnell nach hinten gehen. Jetzt, wie gesagt, mit Gadebusch 2, alles andere als ein Sieg kommt, glaube ich, auch für Trainer Michalski nicht in Frage. Also wenn sie da nicht den Dreier holen, auch dann wird es für diese Truppe, also ich spreche für den MSV Lübsdorf, in Zukunft ganz, ganz schwer. Also wenn nicht jetzt, wann dann? 2-1 Sieg für die Lübsdorfer. Krischolex müssen da mal ein bisschen Gas geben. So, kommen wir zur nächsten Partie. Carlo gegen Malentin, auch interessantes, schönes Nachbarschaftsduell. Carlo früher auf jeden Fall heimstark. Heute, sage ich mal, seit 2015 so ein bisschen von der Rolle, woran es liegt, kann ich, weiß ich nicht genau. Und jetzt kommen Malentin, ja, sind ein paar Jungspunde gekommen aus der A-Jung, haben schon 9 Punkte gesammelt und ich glaube, die werden so auch in Carlo ganz gut aussehen. Die kennen sich da alle. Ich schätze mal auf den Auswärtssieg 1-3 für die Malentiner. Ja, und für die nächsten, für Pöhl gegen Dabel. Ja, der Aufsteiger präsentiert sich. Ja, ich dachte gegen den FCM, wo sie die Punkte geholt haben, aber jetzt mittlerweile sind sie bei einem Punkt stehen geblieben. Jetzt auf Pöhl, auf Insel Pöhl was zu holen, wird natürlich auch schwierig. Ich sag mal, tippe ganz einfach auf ein 2-0 für Pöhl. Also da wird wenig zu holen sein. Ja, auf jeden Fall eine interessante Partie auch vor der Saison und auch jetzt während der Saison. Das wird natürlich sein, Sternberg jetzt mit 7 Punkten als Gastgeber spielt gegen den PSV Wismar mit 9 Punkten. Wismar natürlich letzte Woche beim Spitzenspiel gescheitert gegen den FC Schönberg. Hätte ich gar nicht so gedacht. Also das, diese Liga wird noch richtig heiß. Also Schönberg, PSV Wismar, FCM und vielleicht jetzt auch dieser Gastgeber Sternberg. Das wird sich jetzt zeigen. In dieser Partie ist auch das Duell der Torjäger hier, der Wolf gegen wird schwer auszusprechen, Aram Sherjazian, Jayan, ist egal, der hat auch schon 9 Treffer erzielt. Also das wird eine heiße Partie und der Verleger, glaube ich, wird sich erstmal hinten anstellen müssen, um auf den Platz oder wegen den Podestplatz oder auf den Anschluss auf die Tabellenspitze. Also wird eine interessante Partie. Bin gespannt, wie die Wismaraner das verkraften oder verkraftet haben, das Spitzenspiel zu verlieren. Ich tippe mal jetzt wieder auf ein 1-1 in dieser Partie. Ja, dann kommen wir dann zu den Sonntagspartien, zu meinen Lieblingsgegnern, beziehungsweise es ist ja, die Schlossparkhelden aus Rockendorf. Geführt in den letzten 3 Jahren müsste ich eigentlich mal, wie viele Punkte sie angehen, haben sie diese zweistellige Punktzahl überhaupt erreicht in den 3 letzten Spielzeiten. Also jetzt stehen sie wieder mit 0 Punkten da. Natürlich, aber nochmal alle Ehren wert natürlich, wie die da durchziehen. Jetzt kommt der Schweriner SC, ja, mit Matze Gänzler, ihren Torjäger. Es sollte eigentlich machbar sein, sag ich mal, für die Schweriner dort in Rockendorf. Also alles andere als ein Sieg für die Langohr wäre, ja, glaube ich, ja, eine leichte Enttäuschung, würde ich sagen. Aber ist natürlich auch schwer zu bespielen auf diesem Platz. Und jetzt der Regen setzt ein in dieser Woche. Aber trotzdem alles andere als ein Sieg für die Lagoa. Ich sage ganz einfach 1-3, also sprich wieder kein Punkt für Rockendorf und die Schweriner festigen ihren Mittelfeldplatz. Ja, und dann kommen wir dann zur Spitzenpartie an diesem Spieltag. Erster gegen Zweiter, FC Schönberg 2. Die Jeske Schützlinge spielen gegen den Mecklenburger SV, die auch schon einige Tore geschossen haben hier. Also wird ein schönes Duell in Schönberg. Bin mal gespannt, wirklich, ob der Mecklenburger SV, sag ich, ja, da oben in den Sphären wirklich mitmischen kann. Also eine interessante Partie. Ich sage aber ganz einfach, FC Schönberg, und wo spielt die Regionalliga jetzt, wo spielt die erste? Ich glaube, sie haben ein Heimspiel. Ich glaube, es sollte dann der ein oder andere dazustoßen. FC Schönberg, auch nach dem Sieg gegen PSV, Wismar in der Favoritenrolle und sollten dieses Spiel knapp für sich bestreiten. 2-1 für den FC Schönberg. Ja, liebe SN-Sport-Zuschauer, dann kommen wir natürlich dann auch in die Kreisebene rein. Kreis Oberliga, Schwerin, Nordwest, Mecklenburg. Muss ich mal als erstes sagen, also über 150 Tore geschossen, das ist über 5 Tore pro Spiel. Also ich weiß ich nicht, von der Qualität offensiv stark oder ist das defensiv eine Katastrophe, weiß ich nicht. Auf jeden Fall für die Fans, für die Zuschauer sicherlich ist das was Schönes.
Ja, die Liga ist natürlich aus Schweriner Sicht nicht so prickelnd. Also landeshauptstadtmäßig, Neumühle unten mit 0 Punkten. Die Ranger Schmidti, du musst da wahrscheinlich noch ein bisschen, nicht nur arbeiten, du musst natürlich die Jungs auch ein bisschen klar machen, glaube ich, in Zukunft, dass diese Liga ein anderer Schnack ist. Und na, ich hoffe mal, dass ihr bald die Kurve bekommt. Ansonsten natürlich für mich die Randschweriner Dahlberger, momentan Platz 2, spielen eine gute Rolle. Ich habe sie zweimal sehen dürfen. Was sie bisher dort so leisten, muss ich sagen, gute Trainerarbeit auch, da Struktur zu erkennen. Also wunderbar, momentan auf Platz 2, aber unangefochten nach wie vor ist erstmal der Brühler SV und da wird es natürlich schwer sein, die überhaupt nach der Verstärkung dort von diesem Platz an der Sonne wegnehmen zu können. Aber gut, kommen wir zu den Partien, die an diesem Spieltag stattfinden und Großdorf gegen Brühl. Die sind schon, ich glaube, das war Anfang August, haben die schon gespielt. Da hat auch Brühl gleich seinen ersten Dreier gemacht. Die hatten damals 2-1 gewonnen. Bleiben jetzt auch an der Tabellenspitze sicherlich mit ihren 15 Punkten schon. Also haben schon 5 Spieltage weg. Also heißt, sie werden auch nach diesem Spieltag da oben bleiben. Die nächste Partie ist dann Neuburg gegen Benz. Das ist auch so eine Partie. Benz gut gestartet, überraschend 9 Punkte geholt, sollten in Neuburg eigentlich auch noch für die nächste Überraschung sorgen. Ich tippe mal ganz einfach 2-1 für Benz. Ja. So, kommen wir dann zu Bobitz gegen Selsdorf. Das ist auch eine schwierige Partie. Bobitz 1 Punkt. Bobitz mit 1 Punkt und Selsdorf gut gestartet. Ich mach's kurz, das wird ein Sieg für Selsdorf, 1-3 für Selsdorf. So, dass wir dann zu PSV Wismar 2 kommen, gegen Rena. Auch diese Partie ist schwer einzuschätzen. Ich sage ganz einfach, PSV Wismar 0 Punkte geholt. Holen sie den ersten Punkt auf Kunstrasen gegen Rena? Nein, ich sage nein. Rena gewinnt 1-2. Ja, dann Upal gegen Großstetten. Ja, Großstetten auch gut gestartet. Testor Upal ist schwierig zu bespielen in dem Bereich. Großstetten 10 Punkte schon geholt. Die sollten, glaube ich, auch dranbleiben oben. Knapper Sieg 1-2 für Stetten. So dass dann Schifffahrthafen Wismar gegen die Dahlberger in die Tabellen 2. spielen wird. Schifffahrthafen für uns schwer einzuschätzen noch. Leicht durfte ich sie noch nicht in dieser Saison sehen. Aber Dahlberg habe ich gesehen und wenn sie die Lehren draus ziehen, auch wenn sie 2-1 nur knapp gewonnen haben jetzt, aber sie haben das Ding gezogen. Und ja, wenn sie das noch reißen in Wismar, bleiben sie auch oben dran als Tabellenzweiter. Sie haben einen Lauf, ich sage ganz einfach, für die Dahlberger ein 1-2. Ja, und Neumühle ist dran am Sonntag, muss gegen Klütz ran. Tja, Klütz auch 9 Punkte, Neumühle hat 0 Punkte, Schmidti, wird schwer auf der Rentsch, aber ihr müsst die Kurve bekommen. Fangt an jetzt gegen Klütz, wird nicht ganz einfach, aber ein Punkt sollte drin sein. 2-2 ist mein Tipp in diesem Bereich. Und ja, dann habt ihr auch den ersten Punkt geschafft. Dann kommen wir zur Kreisoberliga, Westmecklenburg. Dort war ja, die hinken ja ein bisschen hinterher, sprich, sie haben jetzt erst den vierten Spieltag. Dort sieht die Situation natürlich ganz anders aus. Da sind nicht ganz so viele an die 70 Tore sind da gefallen. Wir waren jetzt letzte Woche bei der Partie, bei dem Derby, Suko gegen Plate, erste Halbzeit, war ganz ansprechend, muss ich sagen. Ist auch mal wirklich mal zu sehen, dass da wirklich Struktur, man denkt immer Kreis, das ist aber, da kann man auch schon einen guten Fußball sehen, gar keine Frage. Auch was die Zuschauerzahlen betrifft, da wird sich manche Verbandsligisten die Finger nachlecken. Also auf jeden Fall war das eine schöne Partie in dem Bereich. Suko jetzt mit 6 Punkten, Tabellenzweiter, können an diesem Spieltag sogar bei einem Erfolg ganz nach oben rutschen, aber dazu kommen wir dann später. Und Plate 2, Trainer Starke sagte schon, sie haben jetzt mit viel Verletzung zu tun und haben ja auch viele Neuzugänge, müssen sich natürlich auch erst finden. Haben jetzt 3 Punkte, also da ist noch viel Aufbauarbeit zu tun bzw. Zu tätigen. Ja, und Goldstedt wollen wir mal schauen, jetzt 4 Punkte,
Ich hoffe ganz einfach, dass sie jetzt auch zulegen. Also da kommen wir gleich mal zur Partie. Die erste Partie, die findet am Samstag statt, 16:30 in Goldstedt. Heimpartie für die Kaiserschützlinge. Heiko, gegen den Spitzenreiter, gegen Wittenburg. Ist natürlich wichtig für euch Goldstädter jetzt. Möglichst natürlich mit einem Dreier gegen starke Wittenburger. Es wird aber allerdings sehr, sehr schwer. Die haben jetzt 7 Punkte. Ihr müsst dort, ja, um selber natürlich auch da oben mit anklopfen zu können, zu wollen. Und das ist sicherlich das Ziel. Dann hättet ihr ebenfalls 7 Punkte. 16:30 Uhr. Ungünstige Anschlusszeit für Wittenburger, sage ich mal. Ich hoffe, es wird schwer, aber ich tippe auf einen 2:1 Sieg für Goldstedt. Und am Sonntag gehen dann die Partien weiter. Verlan ist auch ein Kreisderby. Verlan gegen Hagenow 2. Verlan, Hagenow 2 ist so eine Nachbarschaft, 7. gegen 8. Beide haben 4 Punkte. Aber durch das Heimrecht tippe ich einen 2:1 Sieg für Verlan. Ja, und dann kommt auch noch eine schöne Partie, auch ein Nachbarschaftsduell, beziehungsweise ein Städteduell. Lulu Grabo 2 gegen Eintracht Ludwigslust. Beide in der Tabelle sind auch neben 10. Lulu Grabo hat schon 4 Punkte, Eintracht Ludwigslust hat 3, also 3 Punkte. Der Verlierer sicherlich darf sich erstmal hinten anstellen. Wird sicherlich eine ganz interessante Partie. Eintracht Ludwigslust für viele Kenner in dieser Liga wird ganz also hoch eingeschätzt, aber Stadtderby hat immer seine eigenen Gesetze. Am Ende werden sie sich beide 3:3, also das wird ein schönes Derby. Also Fans geht dorthin, da wird auf jeden Fall was passieren. Also 3:3 ist mein Tipp in dieser Partie. Ja, dann die zweite Mannschaft von Aufbau Holzenburg und da kommt der Tabellenzweite, SV Suko. Auch Trainer Fink möchte natürlich langsam, dass seine, ich glaube, er sagte dort im Interview noch, dass auch 10 Mann fehlen. Sie haben einen breiten Kader, aber bei der Reservemannschaft bei Aufbau Bolzenburg, das ist immer schwierig. Und auswärts tun sich die Jungs dort auch immer ein bisschen schwer. Aber ich glaube, sie sollten jetzt diesen Schwung auch aus diesem Derby mitnehmen und sollen jetzt oder müssten jetzt theoretisch um wirklich das ganz große Ziel, und da sind 2 Aufstiegsplätze zu vergeben, als Ziel jetzt haben. Sie sind dort am Platz an der Sonne fast, mit Platz 2. Also Jungs, ihr müsst dort jetzt reinhauen. Der Kladdi, der sollte vielleicht doch noch eine Woche Pause machen, aber offensiv seid ihr so stark. Ich tippe auf ein 1:3, also so mit Sieg für die Lewitzkicker aus Suko. Ja, und auch überraschend stark, muss ich sagen, auch die Mannschaft durften wir sehen beim Pokalspiel in Vaso. Das sind die Ostuferkicker, die Reserve. Die spielen hier gegen Lübs, die zweite Mannschaft. Und die haben auch erst 2 Punkte geholt. Überraschend 6 Punkte jetzt auch im Kampf 16:2. Aus meiner Sicht auch in Vaso überzeugt, sag ich mal. Also jetzt ist auch ein Heimspiel, tippe ich klar auf Sieg für die Ostuferkicker, 3:1. Ja, dann kommt eine Partie Fied Lübbe gegen Zachun. Ja, Fied Lübbe vor der Saison auch stärker eingeschätzt, im Augenblick mit 0 Punkten. Zachun 6 Punkte, sollte eigentlich von der Papierform her für Zachun. Und ich tippe auch, dass Fied Lübbe nach wie vor Schwierigkeiten haben wird. Also 1:2 für Zachun, sodass die Tabellenspitze weiterhin eng bleiben wird. Also Zachun 2:1 im Auswärtsspiel bei Fied Lübbe. Ja, Platte 2 spielt gegen, ja, Überraschung weiß ich nicht, aber über den starken Aufsteiger Distelo. 6 Punkte geholt. Platte 2 jetzt auf dem Kunstrasen. Jungs, dann müsst ihr richtig Kaffee trinken, glaube ich, vor dem Spiel gegen Distelo. Die sollen richtig gut drauf sein. Mal schauen, wie die Verletzungen, also Palla musste ja auch wieder ein bisschen früher raus, aber der eine oder andere wird hoffentlich zurückkehren. Platte 2 gegen Distelo. Gute Ansätze waren zu sehen im Derby. Und ich sag mal, mehr als 3 Punkte sind nach diesem Spieltag Pflicht. Also Sieg für Platte 2. Ich tippe auf einen 2:1 gegen starke Distelo. Ja, das war die Kreisoberliga und kommen wir dann zur Kreisliga. Schwerin Nordwest Mecklenburg. Kommen wir mal gleich zu den Partien. Boltenhagen spielt gegen Sylte, gegen unsere Kartoffelkicker. Sylte mit 3 Punkten. Sylte jetzt auswärts in Boltenhagen auf den Kunstrasenplatz, wird eine schwierige Partie. Boltenhagen, auch mit 3 Punkten,
Am Ende trennen sie sich dort beide 2-2, also gütlich, haben dann am Ende 4 Punkte und dann ist auch alles in Ordnung. Schlagsdorf, ja, die mit den meisten Gegentreffern, wenn ich mich nicht irre, spielen gegen den Schweriner SC, gegen die Reservemannschaft. Ja, der SSC auch mit 4 Punkten, Schlagsdorf im Augenblick ja, mit 5 Punkten. In Schlagsdorf aber immer schwer zu, also Schlagsdorf überhaupt schwer zu bespielen, aber in Schlagsdorf wird es für die Mann von Heckel schwer. Also wenn die voll sind, beziehungsweise könnte ein Punkt drin sein, aber es wird ganz schwer. Ich traue mal so zu, dass am Ende ein 3-1 für Schlagsdorf dabei herauskommt. Ja, und die Top-Partie an diesem Wochenende ist ganz einfach Dasso 2 gegen Varin. Beide ungeschlagen, beide mit 12 Punkten vorn an der Tabellenspitze. Im Hinterkopf haben natürlich auch die Variner noch die klare Niederlage. Ich glaube, das war 2-11 oder 2-12 irgendwie auf heimischem Boden. Das war desaströs damals jedenfalls. Aber heute treffen sie sich wieder. Die Empfehlung natürlich von Varin 2 am letzten Wochenende mit dem 12-2 gegen die Reserve von Dynamo. Hier Scheller und Schnell, wie sie heißen. Also die sollen richtig vorne abgehen. Ja, und Dasso 2 auch mit vielen jungen Leuten. Also da, das wird eine schöne, spannende Partie. Und ich gehe mal davon aus, da werden auch einige Tore fallen in der Liga. Da sind auch schon an die 150 Tore gefallen. Also das wird ein schönes Duell. Am Ende würde ich, glaube ich, sagen, trennen sich beide Mannschaften, ja, ich sag mal 3-4. Ich traue jetzt den aufgrund dieser viel, Anzahl der vielen Tore. Ich sage ganz einfach, Varin 2 wird sich am Ende durchsetzen mit 3-4 in Dasso. Ja, und die gebeutelten Dynamos, die Reserve von Dynamos, auch junge Burschen bei, natürlich herbe Klatsche in Varin, aber da kann man eben, in Varin eh kann man verlieren, aber da sind schon ein paar gute Jungs bei in der Reservemannschaft, aber 12 Dinge natürlich zu bekommen, das ist schon ein Zeichen, also klar, sie müssen sich orientieren an andere Mannschaften, um sich dort zu behaupten und da kommt jetzt eben der nächste Gegner. Ganz klar, so wie die Personallage ist bei der ersten, der Grünen hatte ich ja vorhin schon angedeutet, der ist weg, also da wird wieder einer abgezogen. Es wird schwierig, aber irgendwo müssen sich die Jungs da zusammenraufen, müssen natürlich erstmal ihre Schatzkiste, sprich ihren Tor erstmal reinhalten, um dort zu gewinnen. Und gehen die Vikings, ich glaube, wenn sie sich erstmal Wunden lecken nach diesem Ergebnis von letzten Wochen, würden die Thorsten Franke-Schützlinge mit 1 Punkt zufrieden sein. Ich tippe mal auf ein 1-1 in dieser Partie. Ja, und dann kommen jetzt unsere Drescher-Kicker von Turbine. Die müssen sich auseinandersetzen mit Greves Mühlen. Mein Geheimfavorit, beziehungsweise mein klarer Favorit sogar, die Karlstädter. Aber es wird, wird ein schönes Duell. Erster gegen Dritter. Also, Erster gegen Dritter ist Quatsch. Dritter gegen Vierter. Greves Mühlen habe ich eben auf jeden Fall auf der Liste, dass sie da oben dann noch angreifen werden. Aber Turbine, muss ich sagen, auch schon in der letzten Saison nach dem Aufstieg präsentieren sich gut. Auch im Umfeld passiert da viel. Wird eine spannende Partie, wenn der Schönberger gut drauf ist, wieder gut drauf ist, der ist ja zurzeit in einer super Form, könnte sogar eine kleine Überraschung gelingen. Gegen Greves Mühlen am Ende entscheide ich mich aber ja, für ein 2-2 in dieser Partie und damit können dann beide auch ganz gut leben. Ja, und die Holthusener, ja, die müssen auch ran. 4 Punkte spielen gegen Stieten 2, die auch schon mit 6 Punkten gestartet sind. Für Holthusen kann es nur Lauten heißen, um nicht unten reinzurutschen, dass sie dort sich einen 3 abholen. Aber am Ende, es wird auch schwierig, ich tippe mal, dass sich beide dort mit einem 2-2 begnügen werden. Oder vielleicht aus ihrer Sicht ist das dann auch in Ordnung. Also 2-2 wird diese Partie ausgehen. Ja, so, dann haben wir schon die letzte Partie. Das ist Groß-Salitz gegen Parum. Parum natürlich ganz schwer aus dem Pushing gekommen. Vorletzter mit 2 Punkten. Groß-Salitz 5 Punkte. Rangieren dort jetzt im Mittelfeld mit 7 Punkten auf dem Tabellenplatz 7. Aber Parum auswärts, alles schwer einzuschätzen. Ich sag ganz einfach, Salitz wird sich wohl durchsetzen, diesen Heimstark. Ich sag mal ein 3-1 für Groß-Salitz. Ja, und so, dass wir haben es ja auch, ich trinke noch einen Schluck Kaffee, dass wir gleich mal zur Kreisklasse kommen. Und da ist auch schon der zweite Spieltag geschehen. Am ersten Spieltag haben sich gleich die Favoriten eigentlich so durchgesetzt an der in die Partien. Lützow ist jetzt Erster, gefolgt Gadebusch und Burgsee.
Und als Tabellenplatz 4, die an diesem Wochenende spielfrei haben, ist die dritte Mannschaft von den Piraten. Kommen wir mal gleich zu den Partien. Sievershagen spielt gegen Rena 2. Also ich sage einfach, Sievershagen gewinnt 1-0. Rockendorf, die Reservemannschaft, spielt gegen Lübsdorf 2. Auch hier schwierig einzuschätzen. Ich sag mal, Lübsdorf gewinnt 1-2. Also Auswärtssieg für Lübsdorf. Ja, und Dabeck 2 hat er letztes Wochenende spielfrei. Burgsee hat sich durchgesetzt. Ist Dabeck 2 ist heimstark in dem Bereich. Ich glaube, ein 2-1-Sieg für Dabeck 2. Ja, und eine schöne Partie natürlich gleich, auch wenn es schwer ist, nach der ersten Partie, Erster gegen Zweiter. Lützow, schönes Nachbarschaftsduell gegen Gardebusch 3. Interessante Partie, beide hoch gewonnen. Scheint, dass da viele Tore fallen werden in Lützow aufgrund des Heimrechts. Ich sage ganz einfach am Ende, ja, 3-2-Sieg für Lützow. Ich hatte gesagt, Pampow ist spielfrei und kommen wir natürlich, um als Abschluss noch zu sehen, zu unseren Frauen, die Verbandsliga-Fußballerin vom FSV Schwerin. Die müssen sich wetzen um das Streitobjekt, den Ball, und zwar beim FC Anker Wismar. Und ganz klar, die Favoritenrolle haben die Schwerinerinnen, und alles andere als ein Sieg überhaupt in dieser Staffel. Und für mich sind sie auch der große Favorit nach wie vor in dieser Liga. Sie werden in Wismar mit 0-2 gewinnen. So, liebe SN-Sport-Zuschauer, das war's. Ich wünsche dir Hals- und Beinbruch. In diesem Sinne ein schönes Fußballwochenende, ob erfolgreich oder nicht. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss.